So, herzlich willkommen, liebe FIFA 13 Ultimate Team Freunde, heute zum Man of the Match Neymar Review. Zwar mit paar Tagen Verspätung, aber ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel. Springen wir direkt über in die Ingame Stats. Neymar ist 20 Jahre alt, 1,74 groß, wiegt 65 Kilo. Brasilianer, ein enormes Talent, starker Fuß rechts, Arbeitsraten defensiv und angriffmäßig mit Mittel ausgestattet. 4 Sterne, schwacher Fuß, Spezialbewegung 5 Sterne. Der Preis liegt momentan auf dem PC bei 5,5 Millionen, auf den Konsolen bei jeweils 1,4 Millionen. Wobei ich glaube, dass er mittlerweile schon wieder ein kleines bisschen gefallen ist. Da möchte ich mich aber momentan nicht festlegen, da die Preise einfach viel zu instabil sind. Kommen wir doch jetzt nach den ganzen Spielinformationen endlich zu seinen körperlichen Attributen, welche einfach nur... Boah, nee. Da wird einem richtig übel, muss ich ganz ehrlich sagen. Mit 95 Antritt, 99 Beweglichkeit, 88 Balance, 94 Reaktion und 93 Sprintgeschwindigkeit ist einfach alles hellgrün, außer sein verkackter Stärkewert. Sprungkraft ist bei ihm auch mehr oder weniger total Laterne. Braucht er ja nicht als Flügelspieler. Seine mentalen Attribute auch sehr geil, mit Stellungsspiel 88 und Übersicht 81 sind Werte, die nicht unbedingt von jedem Spieler bekannt sind. Die meisten sind immer deutlich niedriger, machen sich aber auch ordentlich bemerkbar. Seine Fähigkeit-Attribute mit 97 Ballkontrolle, 95 Dribbling, 95 Abschluss. Ansonsten die hellgrünen Werte mit 86 Effe, 86 Freistoßpräzision, 80 lange Pässe, 86 Fernschüsse hinterlassen ebenfalls einen soliden Eindruck und lassen einfach nur das Beste für diesen Spieler hoffen. 87 Elfmeter, 82 Kurzpass, 88 Schusskraft und 90 Volleys. Springen wir nun zu den Ingame-Szenen. Und ich kann eins schon mal vorweg sagen, Neymar ist wahrscheinlich einer der besten Dribbler im ganzen Spiel. Also das, was ich mit dem Typen zustande bekommen habe, ich weiß nicht, da muss ich ganz klar sagen, ich habe sehr oft den Kopf geschüttelt, aber im positiven Sinne, weil ich auf das, was er getan hat, letztendlich einfach nicht klargekommen bin. Ich habe ihn ausschließlich im Spiel eingewechselt und zwar als Mittelstürmer, da ich der Meinung war, dass er nicht so effektiv war im linken Mittelfeld wie erhofft. Da war es aber auch wirklich so, dass er nicht wirklich in die Mannschaft gepasst hat. Er hat überragende Longshots, das ist nicht normal, seine Werte sprechen, sage ich mal, nur geringfügig dafür. Aber letztendlich ist sein größtes Aushängeschild einfach sein abnormales Tempo. Der Typ ist so dermaßen schnell, der hat so einen krassen Antritt. Und das alles, obwohl sein Dribblingwert so hoch ist. Normalerweise kompensiert sich das ja immer etwas ein wenig. Heißt, hoher Dribblingwert, hohes Tempo, Tempo geht runter, dafür wird die Ballführung angenehmer. Aber seht euch diese Schüsse an. Der Typ hat einen Antritt, das ist nicht normal. Die normale Karte ist schnell, der Man of the Match ist ein Tick schneller. Der normale ist geil im Dribbling. Der Man of the Match toppt alles und die normale Karte ist, geht so im Schießen. Der Man of the Match ist ein absolutes Biest. Ich hatte ja damals den Inform gehabt, den fand ich total kacke. Einfach enorm deplatziert im Sturm meiner Meinung nach, aber jetzt hier Mittelsturm beziehungsweise wahrscheinlich als linker Stürmer oder linker Flügelspieler ist der Neymar einfach nur krass, das war nicht normal. Alle, gegen die ich gespielt habe, wenn ich ihn eingewechselt habe, haben nichts gesagt, am Ende haben sie dann gefragt, hey, ist das der Man of the Match Neymar? Ja, wieso? Merkt man. Also das ist ein enormer Unterschied. Ich frage mich ernsthaft, wie Itani darauf gekommen ist, dass der Typ nicht gut schießen kann. Vielleicht hat er bei ihm einfach nicht solide genug gespielt. Bei mir ist er ein absolutes Biest. Und ganz klar, einer der besten 5-Star-Skiller im ganzen Spiel. Unter anderem ist ein Man of the Match Neymar ein enormes Aushängeschild für ein Spiel. Beziehungsweise für einen Spieler. Das ist ja fast schon ein Statussymbol, einen orangenen Neymar zu besitzen. Rechtfertigt sich natürlich auch wieder im Preis. Der Preis ist natürlich auf dem PC wirklich schon widerlich, aber ich muss sagen, einer der wenigen Spieler in diesem Preissegment, der dann auch noch wirklich enorm stark gespielt hat und kein Team of the Season ist. Also ich hatte beispielsweise den normalen Ronaldo, abgesehen von der Stärke, er hat mir der Man of the Match Neymar um einiges besser gefallen. Und da möchte ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen. Das ist wirklich nur meine Meinung. Muss man immer wieder ganz klar betonen. Aber mir hat einfach enorm gut gefallen. Player Trades, Diver, ja gut, Injury Free und Flair. Seine Curve Shots fand ich gar nicht so stark. Also nicht unbedingt gestützt durch den Flair Trade. Aber dafür eben Injury Free. Ja, mein Gott, ist im Ultimate Team Modus egal. Knallt einfach immer mit dem drauf. Das ist echt absolut krass. Und nach dieser Szene kommen wir jetzt zum Fazit. Das fällt natürlich dementsprechend positiv aus. Pro Seite, extremer Antritt, sehr hohes Tempo, enorm schnell. Der Typ meiner Meinung nach läuft da wirklich die 92, wenn nicht sogar schneller. Mit die beste Ballführung im Spiel ist, denke ich mal, klar. Mit 93 Dribbling einfach richtig Weltklasse. Unglaubliche Ballkontrolle, gerade das Dribbling mit LT und RT ist absolut krass. Sehr harter, präziser Schuss, auch komplett nachvollziehbar, komplett verständlich. Mit 86 Schießen ist das absolut krass, was er zustande bringt. OP Longshots, seine Longshots sind abnormal. Ich weiß nicht, aus welchem Grund die so gut sind, aber die sind heftig. Die senken sich,
Die haben gute Stärke, die sind immer präzise. Also das war so krass. Ich habe zwar kein richtig heftiges Longshot-Tor geschossen, aber die kamen grundsolide immer aufs Tor und hatten eben wirklich, sage ich mal, diese Gefahr mit in dem Ball. Also das war echt sehr, sehr krass und hat wirklich Spaß gemacht, den Bällen zuzugucken. Solide Curve-Shots, obwohl er den Player-Trade hat, nichts Besonderes. Und natürlich 5-Star-Skills, 4 Sterne. Weak Foot, beziehungsweise schwacher Fuß. Die 5-Star-Skills ist natürlich absolut geil. Jeder Skiller liebt den normalen Neymar und jeder Skiller würde den, sage ich mal, Man-of-the-Match-Neymar vergöttern. Einer der krassesten Karten, wirklich. Also gerade was die 5-Star-Skillers angeht. Und meiner Meinung nach 100-mal besser als der Team of the Season Ibrahimovic. Das Review habe ich bis dato nicht geliefert, aber ich werde es irgendwann nochmal tun. Kontraseite, damit wir dazu auch nochmal was sagen. Rack Rates medium, klar fühlbar. Er ist oft und schnell außer Puste, trotz der hohen Ausdauer, aber von allen Spielern wie 99. Und er verliert halt viele Zweikämpfe. Dafür ist sein Stärkewert einfach zu niedrig. Aber er bekommt trotzdem den Daumen nach oben. Ja, der Daumen ist wieder da. Im letzten Review war er nicht vorhanden. Muss man ganz klar sagen, richtig, richtig krass und hält von mir eine Wertung von insgesamt 9,1 von 10. Ich werde es nochmal ganz kurz ein bisschen näher erläutern. Ich habe ihn ja doch deutlich eher gelobt, als irgendwie jetzt vielleicht die Wertung das aussagt. Man muss ganz klar sagen, er ist nur im Angriff effektiv. Man kann nichts anderes mit ihm machen. Er kann keine Zweikämpfe gewinnen. Klar, er ist ein gutes Stück stärker geworden, das merkt man. Er ist auch richtig aggressiv, aber trotzdem verliert er viele Bälle. Im Mittelfeld geht er extrem unter. Er verliert schnell seine Ausdauer. Also es gibt wirklich Punkte, die gegen ihn sprechen. Es sind nicht viele, aber die sind dafür eher schwerwiegend und gravierend. Ansonsten, die Pro-Seite überwiegt natürlich enorm und es macht einfach richtig Spaß, mit dem zu spielen. Und bis dato, jeder, der mit ihm gespielt hat, konnte mir ehrlich gesagt dasselbe bestätigen. Fanden ihn alle sehr, sehr geil. Man muss natürlich ein bisschen skillen können. Man muss natürlich mit dem Spielertyp klarkommen. Das ist natürlich eine Voraussetzung. Aber wenn ihr damit klarkommt, wird euch Neymar einfach bereichern. Das ist einfach so. Das muss man ganz klar sagen. Deswegen bekommt er Fazit 4,5 Sterne. Value for Money 3 Sterne. Der Typ ist halt total overpriced. Ist halt leider so, aber kann man nichts gegen machen. Naja, das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal. Haut da rein!